Moin Freunde und willkommen hier zurück bei Tennis World Tour. Wir sind ja schon bei Part 19 hier angelangt und ich muss echt sagen, mich ja, wundert es noch immer, wenn ich manchmal auf die Aufrufe schaue, was hier abgeht bei Tennis World Tour. Echt geil, Freunde. Also mich freut's, wenn ihr mir das Ganze mit einem Daumen hoch wieder zeigt, dass ihr noch immer dabei seid. Also einfach heavy stuff. Ja, was sollten wir denn heute tun? Es gibt nichts Großes hier, Orca Open, ein Ein-Sterne-Turnier. Ich glaube, wir machen einfach hier ein Treffen mit Federico Piticott, genau. Damit haben wir einen neuen Trainer freigeschaltet und auch irgendwie 500 XP dazu bekommen, also Erfahrungspunkte. Und sind damit schon im Monat Februar und warten natürlich hier auf den Azteca Cup in Mexiko, der denn jetzt im Februar hier anfängt. Ein 2-Sterne-Turnier mit euch zusammen, meine Freunde. Im ersten Match hier gegen die Emna Rezak aus Tunesien. Ja, und ihr seht ja sofort, wenn wir jetzt ein 2-Sterne-Turnier machen, dann haben die Gegnerinnen fast die gleichen Levels wie wir. Und ja, das freut mich doch. Denn vorhin, bei dem letzten Turnier, ihr habt es ja gesehen, Level 3. Ja, das ist einfach zu weit weg schon von uns. Und dann macht das Ganze keinen Spaß mehr. Mal schauen, was hier abgeht, Freunde. Ihr habt es ja gesehen, vielleicht in Part, ich glaube, 14 oder so, 13. Da hatten wir ja ein 2-Sterne-Turnier und da sind wir ins Finale gekommen, haben das aber in 5 Sets verloren, Freunde. Also, los geht's hier. So, Hilda am Start. Aufschlagspiel. So, jetzt müssen wir natürlich konzentriert hier an die Sache rangehen. Was geht? Jetzt haben wir schon den ersten Punkt hier verloren. Die Hilda ist noch nicht so richtig hier angekommen. Immer Sticker Cup. Das ist ein Foul, ganz klar. Ein bisschen zu übermütig hier. Oh, ein doppelter Fehler. Das gibt's doch nicht hier. Come on, Hilda. Konzentration. Das geht besser. Die ganze rechte Seite offen. Ja, da profitieren wir, ganz klar. Und damit steht es auch schon 30-15. Da haben wir ein bisschen verkürzt und müssen natürlich hier Druck machen. Der ist noch gut. Da kommt sie nach vorne gelaufen hier. Und jetzt nach rechts, come on, da kommst du nicht mehr ran. Rezak. Und damit haben wir auf 30-30 verkürzt. 30 all. Und haben unseren 5. Aufschlag hier. In diesem ersten Break, im ersten Set. 1 Minute sind gespielt und der ist aus. Und damit steht es 40-30 für die Rezak. Damit hat sie die Möglichkeit hier 1-0 in Führung zu gehen im ersten Set. Der ist auch noch gut. Was geht? Was für ein Austausch hier. Jetzt nach rechts wieder. Come on. Und jetzt haben wir wieder die ganze linke Seite offen. Können davon profitieren. Und damit steht es hier im ersten Break. Nach 2 Minuten. Tschüss. Heavy stuff. Ja, so kann es weitergehen, ja. Man sieht so viel, sofort den Unterschied beim 2-Sterne-Turnier. Da können unsere Gegnerinnen auch tatsächlich mal gegenhalten. Und sogar, ja, manche Breaks gewinnen. Was geht? Nee, damit haben wir der Rezak hier einen Vorteil verschaffen. Und damit, wie gesagt, kann sie jetzt nach 2 Minuten sich den ersten Break im ersten Set hier sichern. Und damit haben wir wieder einen Fehler. So, jetzt einen sicheren bitte. So einfach können wir es der Rezak hier nicht tun. Was geht, Freunde? Das gibt's doch nicht. Ich habe einen ganz normalen, sicheren Aufschlag getan. Aber nach 3 Minuten
verliert dich dein Aufschlagspiel im ersten Break und da steht sie natürlich jetzt unter Druck, muss der Rezak hier den Abschlag, also das Abschlag hier abnehmen und das wird eine heavy Nummer. Auch die hat einen guten Aufschlag, 174 Kilometer pro Stunde hat sie hier geschlagen. Wenn so ein Ball ankommt, auch sie hat hier Doppelfehler geschlagen. Aber wenn natürlich so ein Aufschlag hier ankommt von 174 Kilometer pro Stunde, dann wird das schwer, da dran zu kommen. Aber momentan steht es wieder 15-0 für die Hilderstein. Und die probiert natürlich hier wieder zurückzukommen. Hat die erste Break verloren und hier hat sie gut aufgeschlossen. Jetzt geht es nach links. Ja, was tut die denn, Freunde? Ich habe keine Ahnung, was die Hilda manchmal hier für einen eigenen Kopf hier manchmal hat. Keine Ahnung, Freunde. Ich drücke nach links. Ich halte X gedrückt bis zum richtigen Moment. Und dann schlägt sie mir den Scheißball ins Netz rein. 15-15 hat die Rezak jetzt verkürzt. Hilda ist ein bisschen am Schwächen. Und ja. Aber aufgeben geht nicht. So, da ist auch ein guter Ball. Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns wieder ein bisschen zurückzuziehen. Genau. Da waren wir zu nah am Netz. Das wird noch eng. Und guter Ball hier von der Hilda. Eine geile Rückhand sozusagen. Und damit steht sie nach 4 Minuten 30, 15 im zweiten Break, nachdem die Stein ja ihr ersten Break verloren hat. Auch das war ein guter Aufschlag, aber leider nicht drin. Der war noch gut. Und schon wieder ein schlechter Ball hier von der Hilda. Was hat sie denn nur? Da kommt sie nicht richtig in den Schlag hier rein und bringt den Ball nicht übers Netz. Fürs zweite Mal schon jetzt hier im Turnier. Obwohl es für mich ganz sicher hier aussah. Einen ganz sicheren Punkt sozusagen. Aber die will irgendwie nicht so wie wir. Geil. 40-30. Nicer Punkt hier. Von der Hilda Stein aus Deutschland. Probiert sich hier durchzubeißen. In 5 Minuten im zweiten Break. Auf 1-1 zu verkürzen. Der ist gut. Was für ein Ball. Und damit steht sie tatsächlich nach 5 Minuten Spielzeit. 1-1. Wow, wow, wow. Was für ein spannendes Match bisher. Weiter geht's. Auch ein guter Ball hier von der Hilda. Jetzt haben wir die ganze rechte Seite offen. Die hat aber keine Lust, nach rechts zu schlagen. Warum auch immer. Jetzt haben wir sie. Komm mal. Die ist schnell. Ja, die sind viel schneller. 15-0. Ja, ich dachte, die wäre noch schnell genug in der rechten Ecke. Aber da hatte sie aufgehört zu laufen, die Rezak aus Tunesien. Und damit war das eine ganz einfache Sache für uns. Komm mal, Hilda. Also wir müssen hier dranbleiben. Ein bisschen Pressing hier spielen. Also Druck ausüben, ganz klar. So, jetzt mit einem kleinen Slice vielleicht die Sachen ein bisschen beruhigen hier. So einfach ist es hier. 30-0 steht es nach 6 Minuten für die Hilda Stein im dritten Break im ersten Set. Und es riecht nach einem 2-1 hier. Der war gut. Jetzt haben wir, wie gesagt, einfaches Spiel. Und damit steht sie tatsächlich im dritten Break. 40-0 für die Hilda. Kommt so langsam rein hier ins Spiel. Und kann doch ihre Qualität hier zeigen. Heute Abend im Azteca Cup. Der ist gut. Da kommen wir nicht mehr ran. Da hat sie natürlich hier uns wieder wachgerüttelt. Die Rezak. Da gilt es natürlich jetzt weiterzumachen, Freunde. Kommen wir noch ran. Ja, 40-15. Ein Punkt brauchen wir noch. Und damit hätten wir den dritten Break für uns entschieden. Und so ist es auch hier. Nach 7 Minuten steht es 2-1 für die Stein. Gegen die Rezak aus Tunesien. Die hat jetzt Aufschlagspiel. Und ja, die steht natürlich jetzt unter Druck. Muss beweisen, dass sie auch anders kann. Ansonsten wird das einfache Spiel hier für unsere Hilda. 15-0 steht jetzt. Im vierten Break. Come on. Jetzt nach links. Come on, das reicht nicht. Ah, da kommt sie hinter nicht mehr rein. Ran. Verdammt.
15-15 hat die Red Sack jetzt verkürzt. 8 Minuten sind gespielt. Komm schon, Hilda. Jetzt nach rechts mit einem kleinen Slice. Da kommt sie noch ran. Da kommen wir auch noch ran. Nice. Was für ein Kampf. Was für ein Kampf für einen Punkt hier zu bekommen. Im vierten Break, im ersten Set. Heavy Stuff. Auch ein guter Ball jetzt. Linke Seite offen. Und jetzt mit einem Slice die ganze Sache hier beruhigen. Und sich damit den nächsten Punkt sichern. 30-15 steht es jetzt. 15-13. Der war gut. Aber der Return war noch besser. 40-15 steht es jetzt. 170 Kilometer pro Stunde hatte ihr Aufschlag. Aber das hat nicht gereicht. Die Hilda hatte da die gute Antwort, die richtige Antwort. Und kann jetzt auf 40-15 erhöhen. Und sich hier mit den letzten Break auch noch sichern. Das hat sie getan. Kann sich hier den ersten Set sichern. Pure Drive. Nee, was? Ja, genau. Second Set. Damit steht es jetzt im ersten Set 3-1 für die Hilda Stein. Und ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, Freunde. Schaut mal auf die Statistiken, ja. Und ihr seht ja, da haben wir gar nicht so schlecht abgeschnitten, wie ich finde. Außer mit Doppelfehler hatten wir ja im ersten Break Schwierigkeiten, Freunde. So, weiter geht's hier. Was für ein Ball, komm on, Hilda. 15, love. Ah, wie gesagt, da steht die Red Sack aus Tunesien natürlich hier unter Druck. Wenn es auch jetzt schon wieder 30-0 hier steht. Nach 9 Minuten im zweiten Set, im ersten Break. Wohl auch noch ein guter Ball. Kommen wir noch ran. Aber da nicht mehr. Nee, da hat sie uns erwischt. Red Sack macht wieder Druck. Ich suche natürlich nach der richtigen Antwort, wie sie uns denn hier bezwingen kann. Aber momentan fällt ihr nichts Richtiges ein. Kann aber noch also dagegen halten. Und ja, mal schauen, was geht hier. Jetzt haben wir die ganze rechte Seite offen. Können da vielleicht profitieren. Jetzt geht es nach links. Auch da kommt sie nicht mehr ran. Und damit steht es hier im ersten Break, im zweiten Set. 40-15 für die Hilda. 40-15. Come on. Das wird ein Foul sein. Genau. Ja, so einfach ist es hier. Und damit steht es hier tatsächlich 1-0 nach 10 Minuten im zweiten Set, im ersten Break für die Hilda Stein. Das Ganze nach einer Minute Spielzeit im ersten Set bis jetzt. Im zweiten Set, sorry. Und ersten Fehler hier von der Red Sack. Naja, die macht Druck wieder. Aber die Hilda kann entgegenhalten hier. Jetzt nach links bitte. Jetzt haben wir die ganze rechte Seite wieder auf und können hier einen kleinen Slice spielen. Und damit steht es auch schon im zweiten Break, im zweiten Set. 15-0 für die Hilda Stein nach 11 Minuten Spielzeit. Und ja, ein Zwei-Sterne-Turnier hier im Azteca Cup, Freunde. Da wird das Ganze natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger werden. Ja, da war ich zu nah am Netz ran. Aber wie gesagt, es ist noch lange nicht vorbei. Es ist ein 5. Ja, es geht über 5 Sets. Das heißt, 3 von den Sets müssen wir für uns entscheiden, damit wir das Match gewinnen. Und damit in die nächste Runde weiterkommen. Hier haben wir natürlich einfaches Spiel. 30-15 steht es jetzt hier.
Und so ist es hier. Und so ist es hier. She's gotta keep the pressure on the ganz return. Einfach. 40-15. Ja, da kommt die Retzack nicht 40. So. Ja, nach hier mit dem Laufen. Nach links, nach rechts da. Ihr seht's ja. Jetzt haben wir wieder die ganze rechte Seite offen. Einfaches Spiel. 40-15. Im zweiten Break, im zweiten Set. Nach 3 Minuten steht's hier tatsächlich 2-0 für die Hilda. Und ja, so kann es natürlich weitergehen heute Abend. Im Azteca Cup in Spanien. Wow. Nach 13 Minuten steht es im dritten Break 15-0. Wow, da hat sie uns auf dem falschen Fuß erwischt. Da wollte ich in die rechte Ecke rein. Und ja, gut abgeschlossen da von der Retzack aus Tunesien. Und schon wieder ein guter Punkt hier. Oh, jetzt geht's los hier mit der Misere. Wieder Aufschlag spielt Hilderstein. Oder kommen wir noch ran, aber ein schwieriger Ball war es wieder. So, jetzt ein kleines Slice nach rechts. Genau so ist es hier. Und damit haben wir auf 30-30 verkürzt. Oh, der ist so gut. Yes. Was geht? Sorry. Nice. Und damit steht es hier 40-30. Damit hat die Hilderstein hier die Möglichkeit nach 14 Minuten 2-0 im zweiten Set sich diesen Set hier zu sichern. Come on. Komm wieder nach rechts. Wir bleiben da. Jetzt geht's nach links mit einem Slice. So ist es hier. Was für ein Punkt. Was für ein Abend hier für Hilderstein. Nach 9 Minuten im ersten Set und 5 Minuten im zweiten Set hat sie jetzt die Möglichkeit, im dritten Set hier alles klar zu machen. Und das tun wir denn auch. Neue Bälle bitte. Oh, das war ein Foul. Klar. Und wieder ein Fehler. 15-0 für die Hilda. Und 3 Fehler hintereinander jetzt von der Retzack. Ja, natürlich ist die jetzt ein bisschen angespannt hier, denn die Hilda hat so viele Antworten hier. Ihr seht es ja, die spielt richtig mit der Gegnerin. Und damit steht sie auch schon 30-0 auf der höchsten Schwierigkeitsstufe hier bei Tennis World Tour im Azteca Cup. Heute Abend mit euch zusammen, meine Freunde. Lässt die Hilda hier gar nichts anbrennen. Ist eiskalt hier. Wieder nach rechts, nach links jetzt. Und so einfach ist es hier. 40-0 im dritten Set, im ersten Break für die Hilderstein. Und die Retzack hat Aufschlag spielen. Los geht's. Wieder ein Fehler für die Retzack aus Tunesien. Auch ein guter Ball hier wieder von der Hilderstein. Und damit sichert sie sich den ersten Break im dritten Set für sich. Nach 1 Minute Spielzeit steht es hier 1-0. Und jetzt hat die Hilda Aufschlagspiel. Ist natürlich jetzt nicht unsere Stärke. Ganz klar, Freunde. Jetzt nach rechts bitte. Oh. Nee, da war ich einfach zu lange ans Netz rangelaufen. Da hatten wir nicht mehr die Zeit zu stoppen. Und damit steht es hier 15-0 für die Retzack. Erster Fehler. Auch ein guter Ball. So ist es. Und damit hat die Hilderstein auf 15-15 verkürzt. Nach 17 Minuten Spielzeit. Und auch wieder ein guter Ball. 30-15. Wow.
hatte sie uns falsch, fast auf dem falschen Fuß erwischt, die Red Sack. Aber, was für ein guter Ball. So ist es, Hilda. Sich hier gut in den Vorteil spielen und dann die ganze linke Seite war da offen. Ja, so einfach ist Tennis, Freunde. So, 17 Minuten Sieg gespielt und die Hilda hat wieder die Möglichkeit, sich den nächsten Break hier zu sichern. Da steht schon 40-15 jetzt im zweiten Break, im dritten Set für sie. Jetzt gibt es einen kleinen Slice. Und jetzt nach rechts. So einfach ist es. 40-15. Wow. Zweiter Break geworden. 3 Minuten gespielt. Im dritten Set. Oh, da kommt sie noch an, die Hilda. Auch da kommt sie noch an, verdammt. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Das wird unser. 15-0. So ist es hier. Geiler Austausch. Die Rezak macht Druck, aber es reicht nicht. Hilda Stein ist ihr einfach immer ein Schritt voraus. Und ja, einfaches Spiel. Auf dem falschen Fuß. Ja, für mich, meine Freunde, hätte sie da echt noch an den Ball kommen können. Aber sei es drum. 15-15 im dritten Break, im dritten Set hier und wieder ein Punkt für die Red Sox. Jetzt macht sie echt hier mal anders im dritten Set. Also im dritten Break, im dritten Set, ja. Fehler. 19 Minuten sind gespielt. Jetzt hier auf die linke Seite da. So einfach ist es hier. Und damit haben wir auch 30-30 verkürzt. Nach 19 Minuten Spielzeit. Kommt die Hilda Stein ihrem Ziel immer näher. Also die nächste Runde hier im Azteca Cup. Ganz klar. Und es sieht auch ganz gut aus. Ah, verdammt. Schon wieder auf dem falschen Fuß. Und damit hat tatsächlich die Retzak jetzt die Möglichkeit, sich mal einen Break wieder zu sichern. Ein Ass würde reichen. Da hat sie uns auf den falschen Fuß erwischt und tatsächlich steht es hier nach 20 Minuten 2-1 im dritten Break, im dritten Set für die, also ja, für die Stein. Und das geht besser. Das heißt es natürlich hier dranbleiben. Denn alles das kennen wir, Freunde. Alles das kennen wir aus dem letzten 2-Sterne-Turnier. Da hatten wir im Finale die ersten beiden Sets gewonnen. 3-1, 3-1 oder irgendwie sowas. Oder 3-0, 3-0. Und dann hat tatsächlich unsere Gegnerin uns die anderen beiden Sets abgenommen. Und dann im letzten Set auch noch den für sich entschieden und das war heavy, Freunde. Da war ich echt frustriert. Auch hier bin ich ein bisschen frustriert, denn hier hat die Red Sack einen guten Start erwischt in den, was haben wir schon? Vierten Break im dritten Set. Und die Hilda hat einfach keine andere Möglichkeit hier, als den Ball ist auszuspielen. Verdammt, was geht? 40-0 für die Red Sack, ey. Komm schon, Hilda, damit punkten wir und verkürzen auf 15-40. Es ist noch nicht vorbei, aber die Retzak hat noch 2 Breakbälle. Es ist alles andere als einfach hier. Komm schon. Oh, das gibt's doch nicht, Freunde. Ich kann nicht mehr nach links drücken wie jetzt. Ich drücke so nach links, dass ich fast glaube, der Ball würde ausgehen, aber der kommt fast nur in die Mitte rein. So einfach ist es hier. 30-40, verdammt. 22 Minuten.
Liegt vielleicht auch an der Ausdauer der Hilderstein, dass sie einfach nicht mehr so spielen kann, wie sie gerne möchte. 30, 40. Und damit steht es hier tatsächlich 2-2. Nach 7 Minuten im nächsten verdammte Scheiße. Ja. Wie kann man so schwächen? Wie kann man 2-0 vorne sein und jetzt auf 2-2 hier? Komm, das gibt's doch nicht. Komm, jetzt nicht hier. Ja, so nicht, Hilda. So nicht. 15-0 steht's jetzt für die Red Sox. Die macht echt verdammt viel Druck. Und ob die Hilda hier standhalten kann, ja, das sehen wir gleich, Freunde. Ich entschuldige mich auch für den langen Part. Ich wollte hier vielleicht schon nach dem zweiten Set hier einen Break tun, aber ihr seht's ja. Ja, so einfach ist es. Auf 15-15 verkürzt. 15 all. Und das ist auch unser Punkt. 30-15. 23 Minuten gespielt. Und Retzak hat Aufschlag. Boah, das gibt's doch nicht. Warum läuft die denn nicht zum Ball hin? 30-30. Komm schon jetzt. So einfach ist es. Einen kleinen Slice in die rechte Ecke rein. 40-30 steht jetzt im fünften Break für die Hilderstein. Damit könnte sie auf 3-2 erhöhen. Und nach zwei verlorenen Breaks wieder mal einen Gewinn. Heavy stuff. Wer hätte das gedacht hier? So einfach ist es. 24 Minuten sie gespielt. 9 Minuten im dritten Set. 3-2 steht es für die Hilderstein. Und sie hat jetzt Aufschlagspiel. Und mal schauen, was geht, Freunde. Ob es jetzt ein 3-3 wird oder ein 4-3. Ein 4-2, sorry. Genau. 15-0. How can she have so much power? 15, love. Au, ein guter Ausschlag. Jetzt haben wir die ganze linke Seite offen. Können davon profitieren. Und hier steht es tatsächlich im sechsten Break. 30-0 für die Hilderstein. 25 Minuten sind im Match rum. Oh, das ist echt schon heavy, ja. Und das ist ein guter Ball. Und das ist ein guter Ball. Eine gute Ausgangsposition hier für die Hilderstein. 3 Matchspiele. Kann sie davon profitieren? Wir sehen das gleich hier nach diesem Aufschlag. Auch ein guter Ball. Jetzt haben wir wieder die ganze rechte Seite offen, können davon profitieren. Der geht noch rein. Und damit haben wir tatsächlich hier dieses Match für uns entschieden nach 26 Minuten Spielzeit. 9 Minuten im ersten Set, 5 Minuten im zweiten Set und 10 Minuten im letzten Set. Konnte sich die Hilda hier durchbeißen. Im Azteca Cup in der ersten Runde. 25 Minuten, um genau zu sein, ging dieses Match. Und so kann es weitergehen. Heavy Stuff, wir haben noch eine Fähigkeit dazu bekommen. Ausdauerverbrauch für Schläge um 15% verringert. Und haben jetzt das Vergnügen in Viertelfinale gegen die Lisa Lipova, die auf Level 11 ist und 45 in der Weltrangliste gesetzt ist, im nächsten Part anzutreten. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wünsche euch nur das Beste. Viel Spaß noch beim Zocken. Bis dann. Peace.